Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 26. Januar. Ich grüße ganz herzlich und hoffe, Sie sind gut aus den Federn gekommen und bereit für die Marktaction, die sich hier schon, ja, am FX-Markt im Sinne des 24-Stunden-Handels schon während der Nacht eifrig auftat. Wir sehen heute eine Schwäche beim Yen, ganz klar mit Blick auf die Heatmap. Alle Yen-Pairs oder Paare, die hier in Yen gehandelt werden, im Aufwind, das heißt, die Basiswährung gewinnt gegenüber dem Yen. Und da sehen wir hier British Pound ganz vorne, US-Dollar-Yen vorne. Und wir wollen uns heute gemäß Headline, Sie sehen es ja schon, dem US-Dollar-Yen und Euro-Yen mal zuwenden. Die hatten wir auch gestern im JFD-Devisenradar, immer mittwochs 15 bis 16 Uhr, kostenfrei. Können Sie gerne mal teilnehmen, sich anmelden, reinschauen. Haben wir diese schon mal unter die Lupe genommen. Und fangen wir mal mit dem US-Dollar-Yen auf Wochenbasis an. Und hier eben die ja, interessante Konstellation, dass mit dem Ausbruch hier im September, Oktober letzten Jahres, Ausbruch aus diesem Abwärtstrendkanal, sehr schön strukturiert, hier Stabilisierung im Bereich knapp über der 100-Yen-Marke. Das war ein Level, waren wir immer wieder darauf verwiesen, hier ist die Bank of Japan bereit zu intervenieren, sowohl verbal als auch aktiv. Es gab, wie gesagt, hier ein wirkliches wildes Kämpfen, dann aber hier so eine Art Dreifachboden, dann Ausbruch aus diesem Abwärtstrend und dann hat sich hier eine Yen-Aufwertung manifestiert, wie man sie sich im Bilderbuch wünscht. Die Aufwertung ging dann sogar über diesen Widerstandsbereich hier um 116,50 raus. Es deutete sich auch hier eine Attacke an dieser Abwärtstrendlinie an. Die kann man hier gerade auf Wochenbasis auch ein Stück weit justieren und schon schwuppdiwupp haben wir im Prinzip auch die Trendlinie getestet. Da sehen Sie, die Freiheitsgrade einer schrägen Trendlinie sind einfach zu relativ, um hier wirklich einen verbindlichen Aussagecharakter zu treffen. Aber man muss diese auch anpassen, denn der Chart lebt ja praktisch und hier muss man immer ein Stück weit Justierungen vornehmen. Insofern passt das jetzt hier ganz gut. Wir sehen aktuell eine Konsolidierungsphase, die meines Erachtens weitergehen dürfte. Wir sehen hier das 38er Fibonacci-Level und auch hier einen Horizontalbereich, wo hier der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen durchaus noch hinlaufen könnte. Soll ergo heißen, 111 rund plus minus ein paar Pips sind hier durchaus denkbar. Sehen Sie an diesem blauen Tendenzpfeil. Ob das diese Woche noch geschieht, wir haben nur noch zwei Handelstage, bleibt mal dahingestellt. Meines Erachtens aber eine gute Variante, dass wir hier nochmal eine Schwäche sehen. Und das auch entgegen der Saisonalität, die hier zumindest bis Mitte Februar eine Aufwertung andeutet, aber auch hier relativ schwachen Rückenwind initiiert. Wir sehen hier praktisch, mal kurz einladen, bis Mitte Februar eine gewisse Seitwärtstendenz und dann sogar mit dem Übergang in den Monat März hier eine schwächere Tendenz. Kurzfristig aber, wie gesagt, hier charttechnisch ein leicht anderes Bild. Inwiefern es dann im Lauf des Februars ausschaut, werden wir natürlich hier auch weiter bewerten, aber es bleibt spannend. Und deswegen mal hier in den Tageschart zum US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Und da haben wir die Konstellation, die wir auch schon mit gewissen Risikoparametern versehen haben, dass, sofern das Währungspaar es eben hier nochmal versucht, in Richtung der Widerstandszone 114,40, 114,50 zu laufen, da hätten wir hier in diesem Bereich, das zumal der Horizontalwiderstand, der sich hier eben ableitet aus diesen Hochpunkten von Anfang 2016, hier diesem Tauziehen im Dezember letzten Jahres dann und letztlich hier der Ausbruch. Man sieht auch, hier gibt es ein Stück weit Price Action, aber so recht will er nicht drüber hinaus. Und sollten wir hier nochmal einen Anlauf nach oben sehen, Sie sehen hier das Chance-Risiko-Profil, dann wird es wirklich interessant. Wenn das heute nochmal glücken würde, könnte, dann ist die Chance sehr, sehr gut gegeben, dass wir hier dann einen Rücklauf in Richtung 111,50, Schrägstrich rund 111 sehen. Hier, wie gesagt, im Tagesschart noch ein Stück weit feiner justiert. Aber die Möglichkeit, dass wir hier in Kürze wieder abdrehen, erachte ich als durchaus groß an. Und auch die Chance-Risiko-Verhältnis-Parameter passen eigentlich ganz gut. Sicherlich müsste man jetzt sogar hier die Chance ein Stück weit nach unten nochmal justieren im Sinne des Touches der Trendlinie. Die Widerstandszone um 114,50 wäre aber per Spikes durchaus noch realisierbar. Also hier kein Stress und letztendlich passt das Chance-Risiko-Verhältnis immer sogar, auch wenn wir hier dann nach unten in Richtung 111 rund ziehen, haben wir hier Parameter, die dem Währungspaar durchaus ja, einen gewissen Charme verleihen im Sinne eines Short-Engagements. Also US-Dollar-Yen könnte in Kürze Short interessant sein, wenn wir eben unterhalb von 114,50 verweilen. Gehen wir jetzt mal auf den Euro gegenüber dem japanischen Yen über und da sehen wir hier auch eine ähnliche Ausbruchskonstellation auf Wochenbasis, obgleich hier nicht ganz so dynamisch, obgleich auch hier nicht ganz so
strukturell klar, wie das jetzt beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen war. Nichtsdestotrotz, auch hier eine Einschätzung aus der vergangenen Woche, dass der Euro gegenüber dem japanischen Yen hier nochmal einen Versuch nach oben starten könnte. Wir sehen auch hier die Chance-Risiko-Verhältnisse der gestrigen Bewertung im JFT-Devisenradar. Und ich könnte mir eben auch hier nochmal einen Stück weiten Lauf nach oben vorstellen. Massive Widerstandszone rund 123. Und wenn der Euro gegenüber dem japanischen Yen eben hier noch ein bisschen zulegt, dann bekommt man auch hier ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Das wäre eben idealerweise, wenn man hier oberhalb von 100 22,50, 123 seinen Einstieg sucht, dann sozusagen, ich gehe mal hier auf 122,75 etwa. Also hier, da muss der Yen durchaus noch ein Stück weit sozusagen in den Rückzug gehen, bevor er auftrumpft. Aber wenn der Euro-Yen hier ansteigt, dann haben wir auch schon sehr schöne Chance-Risiko-Verhältnisse. Hier ein erstes Ziel, Level 38er Fibonacci-Niveau oder dann ergo eben sogar das 61er. Wenn man hier mal die Projektion sozusagen anpasst, dann ergeben sich hier enorm gute Chancen. Faktisch, wir haben hier bei 123 einen Deckel drauf. Hier hat sich es immer wieder herausgestellt seit Anfang Dezember, dass der Preis nicht weiter nach oben aufdrehen konnte. Wir haben auch hier diese Aufwärtstrendlinie durchbrochen. Und hier jetzt, wie gesagt, die Konstellation, dass, wenn der Euro gegenüber dem japanischen Yen noch ein bisschen nach oben läuft, man hier sicherlich schöne Chancen erhält, um hier auf einen Short zu setzen. Ich denke, die Voraussetzungen sind dafür gegeben. Wir schauen uns auch mal hier die Saisonalität an, die da mal sehen in ein ähnliches Raster schlägt oder eben hier auch die Umkehr insofern andeutet, dass es klare Impulse in die eine oder andere Richtung geben könnte, Umkehr nach oben zum Beispiel, also Umkehr im Sinne eines klaren Ausbruchs und dann keine Fortsetzung dieser möglichen Abwärtstendenz. Wir sehen aber hier, die Saisonalität ist nicht wirklich dynamisch. Das sehen wir hier an der Punkteskala. Die Ausschläge halten sich in Grenzen. Insofern hier nicht wirklich viel von dieser Seite in Sachen Rückenwind. Also da bevorzuge ich dann doch die klare Price Action und die lässt eben darauf vermuten, dass man hier, je höher der Preis steigt, durchaus davon ausgehen kann, dass der Yen dann in Kürze nochmal auftritt. Der Yen selber hier im Big Picture Chart in einer großen Aufwertungsphase. Das sehen wir mal hier im Quartalschart, ja, über die letzten Jahrzehnte. Und wenn wir mal hier auf den Dreijahreschart gehen, dann wird deutlich, dass wir hier, ja, oder insbesondere, wir gehen mal auf den Fünfjahreschart, da sehen wir es noch ein Stück weit besser. Ja, also mit Übernahme der Abenomics bzw. Regierungswechsel in Asien gab es ja dann hier die Versuche, den Yen eben hier nach unten zu drücken, die Stärke des Yens zu verhindern. Das glückte auch eine Zeit lang, bis es dann hier roundabout um 2015 herum ein Revival gab. Und jetzt haben wir eben zuletzt auch wieder eine Yen-Schwäche, die eben hier alle Währungspaare, die in Yen gehandelt werden, sozusagen nach oben hiefte. Und jetzt ist aber die Frage, wie es weitergeht. Sie sehen, und das sollte man im Hinterkopf behalten, das große Bild ist hier definitiv in einem Aufwertungsprozess. Und ob das die Bank of Japan, sage ich schon, Japan, hier verhindern kann, das wird mal spannend zu beobachten sein. Die Marktkräfte werden es entscheiden. Letztlich hier seit den 90ern in einer großen Seitwärtsrange der Yen, aber grundsätzlich hier der Aufwertungsprozess immer wieder in Gang. Und dann eben, als es hier zu einer, ja, 2012, 13, dann eben hier zu einer massiven weiteren Aufwertung kam, wurde dann hier sozusagen interveniert, ja, und dann eben hier einiges gebündelt, und da können Sie sich vielleicht daran erinnern, 2012, 13 sieht man auch sehr schön hier in den entsprechenden Wochencharts. Gehen wir dann nochmal kurz raus, wenn er jetzt mal hier einlädt, so schwuppdiwupp, wollen wir uns das nochmal angucken. 2012, 13, da gab es ja hier die massive Aufwertung, ja, das ist hier die Geschichte. 12, 13, Regierungswechsel, wusch, da knallte das Paar nach oben oder alle Paare, die hier in Yen gehandelt werden, und das war schon eine fulminante Aufwärtsbewegung. Hier so ein bisschen Top-Bildung jetzt, Ausverkauf hier knapp am Support, einmal Touch hier 110 knapp gehalten, und jetzt geht es eben nach oben. Man darf mal gespannt sein, wie sich die Entwicklung hier fortsetzen. Letztlich bleibt spannend. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen erfolgreichen Handelstag. Kommen Sie gut rein und auch wieder raus aus den ein oder anderen Trade-Geschichten. Vergessen Sie nie, mit welchem Broker Sie handeln. JFT Broker steht hier für pure Transparenz. Das kann man immer und muss man immer wieder betonen. Und insofern auf bald und beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer. Ciao dabei.